Deutschlands bester Arbeitgeber ist die Königsklasse hier für uns Great Place to Work in Deutschland. Man stelle sich vor, in diesem Jahr haben 840 Unternehmen sich dem Benchmark Great Place to Work unterzogen. Sie haben ihre Mitarbeitenden repräsentativ und anonym befragt, wie sie es dort erleben. Und von diesen 840 Unternehmen stehen heute die 100 Besten auf der Bühne. Eine besondere Auszeichnung und auch für uns als Great Place to Work ein besonderes Ereignis, zu sehen, wie nachhaltig diese Unternehmen tätig sind. Ja, jeder Mensch liebt Auszeichnungen und wir natürlich als Unternehmen auch. Wir sind auch immer mächtig stolz, dabei zu sein. Aber neben dieser Auszeichnung, die natürlich auch eine Strahlkraft und Außenwirkung hat, ist für uns eben auch wichtig, dass wir in dem Benchmark gut dastehen. Dass wir also wirklich diese Hürde schaffen, unter die Top 100 zu kommen, dass wir immer wieder die Herausforderungen annehmen, die Veränderungen, die neuen Erwartungen auch, die mit einem modernen Arbeitsplatz verbunden sind, immer wieder evaluieren und für uns umsetzen und dann immer wieder die Bestätigung zu erhalten, ja, wir sind da auf dem richtigen Weg. GRD, zum fünften Mal ausgezeichnet in Great Place to Work, macht einen langfristigen Weg, zeigt auch als Unternehmen, wie Menschen beteiligt werden können. Sehr viele unternehmerische Prozesse in GRD sind mit starkem Einbezug der Mitarbeitenden auf den Weg gebracht worden. Eine tolle Gremienarbeit zeigt das Unternehmen und eine sehr fortschrittliche Unternehmenskultur. Agile Prinzipien werden dort realisiert. Für uns ist natürlich immer wieder diese wiederholende Meinungsäußerung der Mitarbeiter das, was uns stark macht. Nicht nur, um daraus irgendwelche Dinge abzuleiten, sondern auch, weil die Mitarbeiter dadurch mitgenommen werden und auch Teil des Unternehmens sind und die Chance haben, sich einfach einzubringen und ihre Meinung auch wirklich frei zu äußern. Und das ist für mich ein extrem wertvoller Aspekt dieses Wettbewerbs.